Hallo ihr Lieben, jetzt ist eine Woche vorbei und es ist was Magisches passiert. Ich liebe diese grünen Smoothies. Das hätte ich mir nach dem ersten nicht gedacht, aber spätestens nach dem dritten, vierten, sogar wenn da Gurke und Brokkoli drinnen ist. Und ja, ansonsten ein bisschen geschwächt wegen wenig Kohlenhydrate. Aber ich werde euch einfach so einen kurzen Zusammenschnitt von der Woche zeigen und ich bin guter Dinge. Also Bauchumfang war schon 1 cm weniger. Ja, nach dem anstrengenden Wochenende ein Training in der Früh und noch bei Maggie. Und die ganzen guten Sachen muss ich weglassen. Also kein Zucker im Kaffee und das Semmel kommt nicht zu den Hammerdeck. Gleich weiter. Nachdem ich so viele gute Sachen jetzt gekauft habe, kann ich mich fast gar nicht entscheiden, was ich für einen Smoothie machen soll. Also soll ich lieber die Gurke mit der Avocado und dem Brokkoli oder doch mehr die Piri Piri? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, jetzt werde ich mir einen super Smoothie machen. Also ich liebe wirklich Früchte-Smoothies und ich würde lügen, wenn ich sage, die trinke ich nicht gern. Aber dieses Grünzeugs, wenn ich ehrlich bin, mir schmeckt nicht. Aber es hilft und heute habe ich gelesen von einem Power-Smoothie, wo man irgendwelche Pfefferoni japanische reingibt und Ingwer und Koffein. Also schauen wir mal. Ingwer. Pfefferoni, ja, das übliche Grünkohl, ein Apfel bindet das Ganze, Gurke, auch gut für den Magen und der Base, und jetzt nicht vergessen, der Kaffee. Schaut jetzt vielleicht ein bisschen irre aus, aber ich glaube, das ist ganz lecker. Prost! Das ist wirklich mal ein guter Smoothie. Heute ist der zweite Tag der Saftkur und dort freue ich mich schon ein bisschen drauf. Heute ist nämlich so mehr mit Obst und Gemüse, also mehr mit Obst als dieser grüne von gestern. Ja, was gibt's Gutes? Wir haben Äpfel, Mangos, Mangos sind sehr gut. Dann ein bisschen Ingwer, nochmal ein Stück Apfel. Und Kurkuma. Kurkuma ist sehr lecker. Und es ist sehr gesund auf jeden Fall. Also Kurkuma. Kurkuma muss man nicht sparen. Dann kommt der. Ja, jetzt haben wir ein bisschen wenig gespart. Dann kommen noch die Karotten rein. Und der Blutorangensaft. So sehr ich mich auf den Karottensmoothie gefreut habe, ist doch ein bisschen ein Schlachtfeld geworden. Also wenn man sich das anschaut, die Karotten haben sich hart gewehrt gegen den Mixer. Aber es ist jetzt nur spannend, wie er schmeckt. Hey, der schmeckt gut. Ich muss euch sagen, dieser Smoothie, der schmeckt echt geil. Also
Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir schon früher da Karotten und solche Sachen reingegeben. Wenn das jetzt wirklich noch hilft beim Sixpack. Also, ich muss sagen, Karotten, Ingwer, Mango, Smoothie, 1A, nämlich für alle Nicht-Smoothie-Trinker, ja, so für die Schnitzelesser. Eine der wichtigsten Sachen bei meinem Training ist sicherlich das Wassertrinken, auf das ich leider oft vergesse. Und deshalb, ich schaue, dass ich schon in der Früh mal 1 Liter Wasser trinke und dann so über den Tag verteilt 3 Liter. Und wenn ich das schaffe, dann können die ganzen Schlackstoffe und Schadstoffe und der ganze Krempel halt rausgehen. Wieso eigentlich das immer am Anfang?